Uggiano La Chiesa liegt auf der südöstlichen Seite des Salentos und gehört zum Gemeindeverband Ostländer zusammen mit Otranto, Giordignano Poggiardo und Muro Leccese. In den letzten Jahren hat die Gemeinde von Uggiano verschiedene nationale und internationale Initiativen zugunsten von der Zusammenarbeit unter den Ländern vom Süden unterstützt. Die Gemeinde gehört zum berühmten Verband Städte für den Frieden, von der nationalen Koordinierung der örtlichen Behörden für den Frieden und für die Menschenrechtslage. Im Gebiet von Uggiano wird der Tourismus immer wichtiger. Zahlreiche Unterbringungsmöglichkeiten und Bauernhöfen setzen auf die Aufwertung der Biodiversität und auf den typischen Produkten. Kürzlich wurden verschiedene sogenannte Masserien, Gruppen von bäuerlichen Häusern, für die Touristen aufgewertet, die heute die traditionellen Werte mit der Erneuerung verbinden. Viele Touristen und Besucher werden jedes Jahr von der unverfälschten Schönheit der Landschaft von Uggiano La Chiesa angezogen. Ein wunderschönes Erbe, das vom Grün charakterisiert ist, das die Ortschaft umschließt. Der Menhir Heiligen Josefs Malcantone ist unter den höchsten Megalithen der Lecce-Provinz und beweist die alte Anwesenheit der Menschen in diesem Gebiet. Der Megalith liegt in der Nähe von dem gleichnamigen, im Mittelalter verlassenen Casale, Gruppe von ländlichen Häusern, und entlang einer alten Straße aus Großpflastersteinen aus der römischen Zeit, die vermutlich einst mit der Straße, die von Brindisi nach Otranto führt, verbunden war. Was die Landschaft besonders bereichert, sind die Olivenhaine, wo die hoheitsvollen Bäume Beweis des Schwungs der Agrarwirtschaft sind, die seit Jahrhunderten sich auf die Öl- und Getreideproduktion konzentriert. Mit Synergie charakterisieren die traditionellen ländlichen Bauernhäuser das Gebiet, wo man auch Trockenmauerwerke und die alten im Salento sogenannten Pajare bewundern kann. Die Tradition der Ölproduktion ist in Uggiano La Chiesa noch immer sehr lebendig. Nicht zufällig tritt die Ortschaft dem Verband Stadt der Öl bei, der sich mit dem Schutz und mit der Förderung des italienischen nativen Olivenöls beschäftigt. Die kulinarische Tradition der ländlichen Gesellschaft verbindet sich dennoch mit den religiösen Bräuchen, die in Uggiano jedes Frühjahr während der Tischgesellschaften Heiligen Josefs erscheinen. Am 18. und 19. März errichtet die Gemeinschaft anlässlich der Festlichkeit des Heiligen große Tafelrunden, die reich an lokalen, typischen Produkten der traditionellen Küche des Salentos und der Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Geschichte der Gemeinschaft von Uggiano ist sehr faszinierend und fasst verschiedene europäische Kulturen zusammen, die sich im Lauf der Jahrhunderte im Salento befanden. Thank you.